Dann, ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach unserem Spiel gegen die Niederlande. Ja, was soll ich groß drum herum reden? Olympiaticket ist gelöst. Horst, wie stolz bist du auf deine Mädels? Ja, eigentlich riesig, muss ich halt dazu sagen. Die Art und Weise, wie sie das heute gespielt haben, war eigentlich das, was mir schon in Frankreich gewünscht hätte. Da haben wir zweite Halbzeit halbwegs gemacht, aber ich denke mal, heute haben wir es wirklich von Anfang an so gespielt, dass wir wirklich auch über die Grenzen gegangen sind zum Schluss. Und wir haben eigentlich in der ersten Halbzeit schon die Möglichkeit gehabt, in Führung zu gehen. Manchmal ist es ja so, wenn du das dann nicht nutzt, dann muss es meistens nachher der teuer bezahlen. Aber diesmal war es Gott sei Dank nicht so. Wir haben dann mit dem ersten Tor und vor allen Dingen haben wir dann eins gemacht, wir haben weitergespielt. Das war eigentlich das, was mich am meisten dann auch gefreut hat. Das Einzige, was ich in den Mädels, habe ich auch gesagt, was ich ihnen vorgeworfen habe, auch in der Halbzeit, wir müssen uns einfach besser belohnen für so einen Aufwand, den wir da betreiben. Und sonst, wie gesagt, ihr kennt meine Meinung dazu. Ich habe gesagt, wenn die Mädels alles in die Waagschale werfen und auch bereit sind, über die Grenze hinauszugehen, dann sind sie schwer zu spielen. Das muss man einfach so sehen. Dann gerne eure Fragen an Horst Rubesch. Keine schöne Dann. Herr Rubesch, gab es ja bei Ihnen trotzdem irgendwie noch Zweifel jetzt in den Tagen zwischen den beiden Spielen, dass es doch eventuell schief gehen könnte? Ja gut, Zweifel in der Form eigentlich weniger, sondern die Frage war halt, kriegen Sie es auf die Spur? Ich meine, du musst es ja von Anfang an nehmen und dass das eine Mannschaft ist, die, sag ich mal, nicht ganz einfach zu spielen ist, weil sie schon versucht, auf der einen Seite mit langen Bällen zu agieren und dann vorne auch gute, schnelle, bewegliche Spieler haben und sind aber auch in der Lage, sag ich mal, übers Mittelfeld zu spielen. Da war es für uns einfach wichtig, immer wieder aus der Ordnung zu kommen, immer wieder sie frühzeitig zu stellen und den Druck aufzubauen. Und das haben wir dann im Training, wir hatten ja jetzt auch nicht allzu viel Zeit, aber wir haben es dann im Training ein-, zweimal gemacht. Ich denke mal, unser Vorteil ist eigentlich, dass ich, oder die Mädels auch, in den letzten Spielen, dass wir nicht versuchen, irgendwo hinzugehen und mitzuspielen, sondern dass wir immer versuchen, egal wie die Spiele laufen, eigentlich immer versucht haben, selber das Spiel zu machen. Und es spielt eigentlich auch keine Rolle, ob man es mit einer Spitze oder mit zwei Spitzen spielt. Sondern es ging eigentlich nur darum, sag ich mal, von vornherein immer wieder selbstständig Druck aufzubauen, in die Bälle zu kommen und dann vorwärts zu spielen. Mir ist das eigentlich, bin ich auch ganz ehrlich, mir ist das eigentlich noch zu wenig. Wir spielen noch zu wenig erste Bälle, die wir gewinnen, nach vorne. Weil heute war ein paar Mal die Szene, wo wir einfach den Ball gewonnen haben und einfach auf die andere Seite gespielt haben. Jetzt hat er aber immer komplett offen. Das hatten wir ihnen vorher eigentlich auch schon erklärt. Und das haben sie eigentlich teilweise sehr gut gemacht. Robert Schreier. Horst, Glückwunsch. Du hast nach dem letzten Spiel schon gesagt, Obi ist auf dem aufsteigenden Ast. Wie nah war das heute an Weltklasse bei ihr? Ja, ich denke mal, wenn ich meine Maßstäbe anlege, sage ich mal, sind wir bei 60-65%. Ich glaube, dass da viel, viel mehr geht. Sie muss jetzt einfach dahin kommen, dass sie noch mehr Verantwortung, also noch klarer auch die Rolle in der Hand nimmt, dass sie ein Spiel führt. Sie hat nach hinten hin perfekt, fast perfekt gespielt, fast alle Zweikämpfe gewonnen. Aber nach vorne hin ist halt noch viel Luft da und ich denke, das macht nachher dann noch die Weltklasse aus. Aber sie ist auf einem guten Weg. Die kleine Nüsken hat es auch überragend gespielt, muss ich auch dazu sagen. Kann man nicht anders sagen. Jessica Sturmberg. Herr Rubesch, jetzt fahren Sie nach Paris, das war ja Ihr großer Wunsch. Können Sie mal den Anspruch formulieren, den Sie für das olympische Turnier haben, also auch in der Weiterentwicklung des Teams, jetzt nicht nur so klar gewinnen, aber was Sie gerade auch beschrieben haben? Also ich denke, mittlerweile müssen Sie mich kennen, oder? Ja. Ja, ein bisschen gut. Ich werde nicht nach Paris fahren, um mitzuspielen. Also das mache ich nicht. Ich will schon ins Endspiel, weil das Endspiel habe ich dann, das Olympische Dorf. Das muss das Ziel sein. Ob wir es schaffen, werden wir sehen. Wir haben bis dahin noch Nations League wieder Qualifikation und. Wir haben ja noch ein paar Spiele dazwischen. Und dann können wir halt mal gucken, wie weit wir kommen. Also was wir brauchen, glaube ich, hat jeder gesehen. Wenn wir die letzten Spiele mal alle zusammenfassen, wir brauchen eine Konstanz, dass wir solche Spiele ein Stück spielen. Dass wir vielleicht ein schlechtes machen und vier gute. Da müssen wir halt hinkommen. Und ich glaube ganz einfach, sind einige Junge da. Wir haben auch noch einige im
im Hintergrund, wo wir jetzt halt auch schon mal welche mitnehmen können. Und wenn die Mannschaft so funktioniert wie jetzt, dass wirklich alle mitmachen in der Form, dann kannst du auch immer ganz gut wieder junge Spieler einsetzen, die sich dann da auch weiterentwickeln, die dann in den Kader passen. Dennis Bayer. Ich würde gerne die Frage von Robert einmal auf die ganze Mannschaft erweitern. Mhm. Wie nah war das an dem, was die Mannschaft zu leisten imstande ist heute? Gut, wir haben ja gesagt, ich habe ja auch gesagt, wir sind unter den letzten vier. Vor 3 Monaten hätte da kein Mensch einen Markt drauf gesetzt. Sind wir alle ehrlich. Da müssen wir halt bleiben. Lassen wir die Kirche beim Dorf. Aber wir sind wirklich auf einem guten Weg. Nochmal. Wir müssen einfach konstant das spielen. Wir müssen das Woche für Woche abrufen, wenn man so will. Und auch hier, was man auch klar sagen muss, auch Kompliment mal bei uns in der Bundesliga an die Vereine, auch wenn wir jetzt im Moment vielleicht nicht in der Champions League so besetzt sind, wie wir uns das gerne vorstellen. Aber Kompliment, wir haben gute Junge, wir haben gut ausgebildete Spieler. Wir müssen halt einfach gucken, dass wir eine Mannschaft zusammenkriegen, immer wieder, die dann eben halt so wie heute funktioniert. Das haben sie gegen Dänemark gezeigt, das haben jetzt hier gezeigt. Frankreich, zweite Halbzeit, war ich auch hoch zufrieden, muss ich dazu sagen. Und gut, der Maßstab wird sein, wenn du Spanien spielst. Deswegen ärgert mich ja dieses Spiel Frankreich. Ich wollte unbedingt Frankreich gewinnen. Ich hätte auch gerne gegen die Spanier heute gespielt. Weitere Fragen? Ulrike John. Es gibt ja nicht nur Olympia, sondern Sie haben ja noch ein paar andere Spiele vorher. Genau. Wie gehen Sie die jetzt an nach diesem Erfolg? Genauso. Es geht ja eigentlich darum, sage ich mal, das weiterzuentwickeln, was Sie jetzt haben, konstant zu spielen. Selbstständig bestimmt, was da eigentlich passiert. Dass wir uns nicht, klar, wir wissen, was der Gegner tut oder was er macht oder was er uns anbietet, aber letztendlich unser Spiel durchspielen. Und man hat, glaube ich, gesehen, auch mit Bobby, du kannst über lange Bälle agieren, du kannst nach unten agieren. Also wir sind schon in der Lage. Aber das können wir halt, glaube ich, alles. Es war schon richtig gut, aber es geht noch besser. Gunnar Meggers. Die Holländerinnen hatten im ganzen Spiel eigentlich gar keine richtige Torschance. Ich habe so gesehen, und die Kollegen auch, Hegering, Hendrich, haben das schon richtig toll da hinten gemacht. Sehen Sie es auch so? Ja, vor allen Dingen, was mich so, sagen wir, alle vier hinten, muss man halt einfach sagen. Julie ist ja auch auf einem langen Weg jetzt wieder zurückgekommen, Julie gewinnt. Sarah auf der anderen Seite ist jetzt so drei, vier Spiele dabei. Hat sich da super entwickelt, auch die Art und Weise, wie sie nach vorne dann mitspielt. Da ist natürlich auch noch viel Luft nach oben, muss man auch sagen. So, und die beiden in der Mitte sind natürlich etwas ältere Hasen in der Form, die das eigentlich gut machen. Manchmal könnten sie es vielleicht noch ein bisschen cleverer auf die langen Bälle ablaufen da, aber nein. Insgesamt, denke ich mal, ist es dann auch eine Geschichte, sind wir ehrlich, es fängt vorne an, hört hinten auf. Weil wenn du siehst, was Poppy gemacht hat vorne, was die gearbeitet haben, wie die gearbeitet haben, auch Jule Brandt zum Beispiel oder die kleine Nüsken habe ich eben schon mal genannt und Obi, dann ist das ist schon gewaltig. Da musst du schon ein bisschen viel laufen, viel arbeiten machen. Sind auch körperlich in der Lage, dagegen zu halten. Darf man auch nicht vergessen. Und wie gesagt, sie gehen auch diesen einen Schritt weiter, wenn es sein muss. Gott sei Dank. Dennis Bayer. Die Spielerinnen haben alle unisono gesagt, dass sie heute Abend noch feiern. Jetzt sind die auch alle noch einen kleinen Ticken jünger als sie. Wie sieht denn Ihr Plan für heute Abend noch aus? Ja, ich habe für eben mal Fernsehen. Ich kann mich erinnern, das ist schon ein bisschen länger zurück, damals, wo wir. Ich bin damals auch, wo ich da übernommen habe, muss halt immer gewinnen, muss die Qualifikation schaffen. Da hatten wir das letzte Spiel auf der Färöerinseln. Oder wusste ja nicht, was auf mich zukommt danach. Ich habe schon gemerkt, dass in der Kabine hoch herging. Nur wenn man von der Färöerinsel, von meinem Stadion wegfährt bis zum Hotel, das waren ungefähr 3 Minuten. Und ich habe den Bus in die andere Richtung fahren lassen, wir waren nach 1,5 Stunden da. Und die waren immer noch gut drauf. Also die können das schon, wollte ich Ihnen nur sagen. Also die werden sicherlich nicht Ruhe geben gleich. Dann und wo bemerkt deutsche Musik? Mal sehen, in welche Richtung der Bus gleich fährt. bevor er losfährt, gibt es noch Fragen an Horst Rubesch? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann entlasse ich dich, Horst, zur Mannschaft und euch allen vielen Dank fürs Mitreisen, vielen Dank fürs Mitdaumendrücken und einen schönen Abend und eine gute Heimreise.
bis bald. Tschüss. Und ich sage auch noch mal vielen, vielen Dank für die Begleitung. Na, ich meine ich jetzt ernst. Es ist jetzt schon die letzten Spiele, die wir alle, glaube ich, zusammen gemacht haben. Und ich glaube, wir sind sauber und fair miteinander umgegangen. Und das freut mich dann auch. Und den Spielern gegenüber natürlich auch. Also danke nochmal. Tschüss.